So, herzlich willkommen, liebe Gäste hier im Bildbau und draußen im Clubhaus zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2019 nach dem Spiel unseres SVS gegen den Sport- und Gesangverein Freiberg. Zu meiner Rechten ist der Trainer aus Freiburg, Ramon Germann. Zu meiner Linken unser Trainer, Andreas Augenstein. Wie gesagt, zu meiner Rechten, Ramon Germann. 0:0. Wenn man die anderen Ergebnisse sieht, gegen den SV Spielberg, Vorspiel 1:1, letztes Jahr im Mai hier 0:1 verloren. Warum tut sich Freiburg so schwer gegen den SV Spielberg? Ja, hallo von meiner Seite. Ja, weil erstens mal sie leidenschaftlich kämpfen, das haben sie heute auch gemacht. Heute war noch ein Faktor sicherlich der Platz, weil meine Mannschaft halt bisher auch noch keine Trainingseinheit auf dem Rasenplatz absolvieren konnte. Und es war schon für unsere Spielanlage ist relativ schwierig, dann aus einer flachen Eröffnung dann zu Chancen zu kommen, wenn der Ball oftmals springt. Und für den Gegner ist dann einfach auch diese Situation zu verteidigen. Ich kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, dass wir vielleicht zu lange gebraucht haben, um uns an die Gegebenheiten so anzupassen. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Pech, weil zwei Spieler in der ersten Halbzeit sich wohl ein Bänderriss geholt haben. Also sowohl David Müller als auch Hakan Kutlu. Die fehlen uns natürlich dann jetzt auch in Zukunft, was für uns doppelt bitter ist. Und ja, ansonsten bin ich zufrieden mit der Einstellung meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Wir hatten auch die dicke Chance, dann in Führung zu gehen. Spielberg hatte auch eine Chance, wo sie es zu kompliziert machen. In der ersten Halbzeit hat Spielberg sogar einen Chancenplus gehabt, aber wir haben einen Lattentreffer gehabt, den können wir auch reinmachen. Von dem her war es wahrscheinlich heute vor allem für Spielberg auch ein verdienter Punkt. Und ich habe schon im Vorfeld der Partie gesagt, weil ich ja die Spieler sehr, sehr gut kenne vom KSC und auch schon lange gegen diese Mannschaft spiele und ich weiß auch, was sie für eine Mentalität entwickeln kann, was sie heute auch wieder gezeigt hat, war es für mich schon vor diesem Spiel eine Überraschung, dass sie so weit unten stehen. Und nach dem Spiel ist es noch eine größere Überraschung, dass sie so weit unten stehen. Auge, ich wünsche dir und deiner Mannschaft alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Und wenn ihr gegen uns einen Punkt geholt habt und gegen die anderen Konkurrenten jeweils gewinnt, dann sind wir trotzdem zufrieden. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Jemal. Es kam in jüngster Zeit selten vor, Herr Rockenstein, dass es Komplimente gab vom gegnerischen Trainer, oder? Ja klar, es tut auch mal gut. Ramon hat ja eigentlich alles angesprochen. Vor allem, glaube ich, hat man auch gesehen, dass wir heute eine Mannschaft auf dem Platz hatten, ja, die gewillt war, die Zweikämpfe zu gewinnen und auch wirklich als Mannschaft sag mal, aufzutreten. Das haben sie heute über 90 Minuten geschafft. Tut gut, tut der Mannschaft gut. Das ist für uns ein Gefühl der Sieg heute, muss man ganz klar sagen. Chancen haben wir auch heute mal rausgespielt. Wir sind hinten gut gestanden. Von daher, ja, zählt es für uns, daran weiter anzuknüpfen für die Zukunft, für die nächsten Spiele, um genau mit dieser Einstellung, mit dieser Mentalität auf den Platz zu gehen. Und ich glaube, dann werden wir uns auch sehr ordentlich noch im Rest der Runde präsentieren. Wenn man heute etwas kritisieren möchte, dann war es vielleicht der letzte Pass oder der Abschluss. Ja, ich glaube, sowohl als auch. Am Schluss nochmal mit dem Philipp, wo er die 1-gegen-1-Situation mit der Torhüter holt, dann natürlich überragend raus. Vielleicht ab und zu hektisch, gerade beim letzten Ball, aber letzten Endes, sage ich mal, da gilt es, sich daran aufzubauen, aufzuziehen. Und da möchte ich jetzt auch überhaupt keine Kritik an die Mannschaft heute äußern. Wir haben jetzt eine schwere Zeit die letzten Wochen gehabt. Und wie gesagt, da wollen wir weitermachen und dann sind wir auch auf dem richtigen Weg. Herr Germann, was muss ich noch ändern in der nächsten Zeit, damit Sie mit Ihrem Mannschaftsverlauf ganz vorne dabei bleiben können? Ja, also wir sind jetzt 15 Spiele ungeschlagen, haben jetzt zweimal nicht verloren. Es muss sich einfach ändern, dass wir auch mal gewinnen. Ich hoffe, dass wir nächste Woche damit anfangen. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Herr Germann, für den Rest der Saison. Gute Heimfahrt, schönes Wochenende. Und hier genauso, ich glaube, wir haben heute einen kleinen Grund, etwas zu feiern.
Okay, das war die Pressekonferenz nach dem Spiel heute. Alles Gute, gute Heimreise, macht's gut. Bis zum 14 Tage im Heimspiel hier gegen den FC Villingen. Dann wird sich hoffentlich die Leistung genauso steigern. Dankeschön und auf Wiedersehen.